Moin Leute, neue Runde, neues Glück, neues Gastplay. Und der X-Venom mit dem Mario 00, ja nicht 00, Doppel O 89 im Zug mit seinem T32 oder was das für eine Gurke hier, ja sieht danach aus. Gut, wir haben ein schönes T8 Gefecht, Top Tier und keinerlei Artillerie. Das heißt, was machen sie? Sie werden mitten in die Stadt rein bashen und alles niedermetzeln. Oder beim Versuch dabei zu sterben. So, F2, ein einziger Medium-Kaderlang. Naja, mal gucken, was das gibt. So, der Ferdi dürfte hier voll ausgebaut sein. Zumindest die Kanone ist die 12er drauf. So, die kleinsten sind hier 6. Na, die armen Säue, die haben ja auch nichts verloren. Nun gut. Wo fährt er hin? Bleibt er hier unten? Fährt er hoch? Der Gegner kann sich auch noch nicht entscheiden, bleibt da unten oder fährt er hoch. Oder die halten an, weil da drüben der eine lang fährt, der eine Medium bei B1. So, hier sehen wir nichts. Und trotzdem hat er ihn erwischt. Was ein Glücksschuss. Man hat wunderbar auf der Karte vorher gesehen, dass er in dem Bunker gesessen hat. Und da kann man da durchaus mal reinschielen. Manch einer bleibt offensichtlich stehen. Und der hat's getan. So, was haben wir denn dabei? A5. Na, ist bestimmt auch so ein Tier 6. Ne, das scheint Ferdi. Oder was ist das da hinten? Na, vielleicht wird er nicht aufgedeckt. Da stehen ja ganz schön viele TDs. Ah, Jagdpanther. Na, mal gucken, ob der gleich Geschichte ist. Und da kriegt er den rein. Ja, wunderbar, die Seite. Und der geht daneben. Warum auch immer. Na, fahren noch ein bisschen vor. Sonst kommt die Kanone nicht ganz runter. Tut das auch. Ja, und nach Staub ab. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Ja, sehr schön. T28 hier neben uns, wenn ich das so richtig sehe. Mit dem Halbdreher und Turbo. Oh, der nächste. Armer TKP, der tut mir richtig leid. 1%. Ja, das lohnt gar nicht die Granate, aber er hat einen Kill gemacht. So, der T29 da, der wird auch gleich tot sein. Mensch, der hat gar keine Chance irgendwie. Wie stellen die sich denn an? Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Ei, ei, ei. So, der Ferdi wird jetzt schon ein bisschen schwieriger. Der hat nämlich auch einen T28 an der Seite. Mal gucken, wie sie es anstellen. Wir sind hier eigentlich schon drüber noch. So, vorsichtig rumloben. Ja, der T29 gibt hier eine wunderbare Deckung. Oh, die ist schön in die Seite. Ja, das tat bestimmt ein bisschen weh. So, und er blockiert jetzt natürlich den T28 und selber den Kill an. Na komm, schießen den rein. Ja. Und der Ferdi hier. Na, wo guckt er hin? An seinem Rohr können wir erkennen, dass er noch eine Rindungsbremse hat. Also er scheint noch nicht die beste Kanone drauf zu haben. Nämlich nur eine 8,8er oder so. Ja, hier stört das Rohr. Aber es reicht zum Glück. Das ist immer gefährlich hier. Weil das Rohr selber ist wirklich ein Hindernis. So, Tigerschrott. Tiger war ich. Video Tiger lese ich gerade da unten. Ich wollte sagen, der Fahrerschrott, den könnt ihr ruhig mal heilen, weil das ist extrem langsam. Er hat gar nichts zum Heilen dabei in dem Ding. Warum nicht? Wir haben ihn fertig gemacht. Gerade wenn du so eine lahme Krücke hast, dann ist das natürlich echt ätzend, wenn da mal der Richtschütze fehlt. Oder halt auch dann der Fahrer. So, zwei Gegner haben wir noch. Wo treiben die sich rum? Die werden sich vermutlich irgendwo im Norden verstecken. Wobei, hier kam gerade ein Einschlag. Also so weit sind die gar nicht weg. Vielleicht kriegen wir noch einen 8. Kill hin. So, da oben. Ach, alle beide hängen sie da oben. Naja. Dann mal gute Nacht. Bringt ihm nichts, wir machen den Kill. Yeah. So, M4. Na, ich denke mal, der wird jetzt hinten rückwärts fahren. Der kann froh sein, wenn er überlebt, aber die kommen alle in den Norden. Oh, da oben ist er. Kriegen wir den da? Ne, der hängt da hinten an dem Hang. Oh, hier. Wie die Zombies, die den einzigen Lebenden noch holen wollen. Alle auf ihn drauf. Ja, brauchen wir schon gar nicht mehr fahren. Ehe der ankommt, ist der tot. Da ist der 10-mal gestorben. Na, wie lange hält denn der hier noch durch? Die machen sich noch gegenseitig Schaden. Ah, jetzt. Oh.
Die ISO hat mit einem Schuss weggepawnt. Eieiei. Okay, am Ende gab es leider keinen Screenshot von der Garage. Ich wünsche euch aber trotzdem einen schönen Valentinstag. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.